tanzen ist nicht wirklich unser Ding. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Beyond Two Souls. Weißt du, wir sind hier gerade auf einer Party. Das ist echt hübsch, weißt du? Und haben da einen recht netten Jungen kennengelernt. Du siehst auch nicht gerade schlecht aus. Du bist nicht wie die anderen, ich meine. Da ist was wirklich Besonderes an dir. Machen wir mal drei. Ich finde, du bist auch besonders. Du bist nämlich echt nett. Aber ein Küsschen? Probieren wir mal. Vielleicht ist das ja von Vorteil, wenn wir den kennen, wenn der uns gut gesinnt ist. Kann natürlich auch ein riesen Nachteil werden. Leute, Leute! Warum gibt Jody uns keine Demonstration ihrer Super-Mega-Power? Was? Nein. Klasse Idee. Nein, das wird der Knaller. Ach, vergesst es. Das ist doch nur Mist. Ja, komm, Jody. Zeig uns, was du kannst. Okay, Jody. Dann zeig doch mal was. Machen wir zwei. Nein, ich kann euch gar nichts zeigen. Ich hab's doch gesagt. Alles Blödsinn. Na und? Gut, okay, Leute. Zeit für den leckeren Kuchen. Und ganz wichtig, Zeit zum Geschenke auspacken. Obwohl, der Kuchen hat Zeit. Ich mach erst Geschenke auf. Love, Jen. Kiss, kiss, kiss. Oh, wie süß, Babe. Bestimmt Kniestrümpfe. Ein String! Genau, was ich wollte! Dann kann deine Mom ihre behalten. Und verbessert die Chancen auf einen süßen Freund. Mein Zukünftiger möchte dir danken. Sein Leben wird jetzt mega interessant. Was ist das? Ein altes Buch. Es mieft scheußlich. Das ist echt selten. Ein Gedichtband von Edgar Allan Poe. Edgar Allan wer? Was? Stand das Ding vielleicht bei deinem Opa im Bücherschrank? Nein, nein, das ist echt antik. Ja. Genau wie dein Kleid. Wow. Nein, ehrlich, ist das ein Scherz? Unglaublich, dass du zu meiner Party kommst und du schenkst mir diesen Kram. Und sie hält sich für clever. Aber sie ist nur eine Laborratte. Eine freakige Laborratte. Ja. Und sie hängt an mir wie eine Klette und baggert mich ständig an. Bettelt richtig. Oh. Und eine Nutte dazu? Ich wollte sie gar nicht einladen. Meine Mom hat mich dazu gezwungen. Oh oh. Ja, sie ist eine Schlampe. Und eine Hexe noch dazu. Wir sollten irgendwas mit ihr machen. Was macht man mit Hexen? Sie verbrennen. Schnappt sie euch! Nein! Nein! Oh, Meisterin der obskuren Dunkelheit! Bring uns deine mächtige Magie! Oh! Bitte! Bitte! Ich war nicht schon, als sie vorhin reinkam. Ich bitte euch, bitte lasst mich raus! Bitte! Gab's nicht noch Kuchen? Bitte, ich will hier raus! Bitte lasst mich raus! Ich bitte euch, bitte lasst mich raus! Ja, dann wird's wohl Zeit, dass wir. Aktiv werden. Also war es nicht gut, ihn zu kontaktieren. Hol mich hier raus. Bitte. Machen wir Rache oder gehen wir? Wir gehen einfach.
Weil es ist ja immerhin die Tochter unserer Kollegin. Auch wenn der Rachegedanke nahe liegt. So, wir haben uns nicht betrunken. Wir haben 66%, 57 haben ihn auch geküsst. Haus früh verlassen, nur 24, okay. Da gibt es noch einen unentdeckten Weg, okay. Kräfte verheimlicht und noch ein unentdeckter Weg, okay. Ich habe Nein gesagt. Keine Widerrede. Bitte, Nathan, nur dieses eine Mal. Alle Mädchen aus meiner Klasse gehen und es wird nicht spät. Ich verspreche es, okay? Du verschwendest deine Zeit, Jodie. Das ist nicht fair. Wieso dürfen alle anderen gehen und ich nicht? Ich tue immer alles, was du willst. Wirklich immer. Und nie darf ich was, was mir gefällt. Zum 100. Mal, du bist nicht wie alle anderen und wir haben hier Regeln. Ich will doch gar nicht anders sein. Ich will nur ausgehen und Freunde haben, genauso wie alle anderen Mädchen. Du wirst immer anders sein. Du musst dich daran gewöhnen. Gute Nacht. Ah! Ich bin nebenan. Sag mir, wenn du was brauchst. Natürlich bitter in dem Alter und dann nicht raus dürfen. Oh, da kann man Gitarre spielen. Cool. Oder auch nicht. Ach so, okay. Cool. Es ist Samstagabend und ihr sperrt mich hier ein. Komm, ich will doch nur ausgehen und auch mal feiern. Es geht nicht, Prinzessin. So sind die Regeln. Machen wir mal überzeugen. Bitte. Komm schon, Cole. Bitte. Bitte, lass mich raus, nur einmal. Ach, das ist der Cole, wieso okay. Wieso musst du den Nathan alles verraten? Es tut mir leid, Prinzessin. Aber ich kann nicht. Ich kann da nichts machen. Hm. Hier noch irgendwas? Außer ins Bett gehen? Oh, mehr können wir nicht nochmal, okay. Doch. Sonst haben wir hier nichts. Hm.
Jody. Das bringt dir doch absolut nichts. Du gehst nicht. Basta. Schluss jetzt, Aiden. Es ist ihnen scheißegal, wenn wir die Bude auseinandernehmen. Wenn das nicht klappt, müssen wir uns was anderes überlegen. Ja. Ja, sie hat sich beruhigt. Sie hat das ganze Apartment verwüstet, aber jetzt ist Ruhe. Okay. Klar, dann also bis morgen. Ich tue ihm mal nichts. Kann ich hier noch irgendwas machen? Kann ich nichts machen? Muss ich tatsächlich ihm was tun? Ah. Wir können Leute Es tut mir so leid, Cole. Ich hasse mich selbst dafür, aber... Du verstehst mich doch, oder? Ich muss heute mal hier raus. Okay. Schleichen wir raus. Ja, ich weiß, aber jetzt gibt es kein Zurück mehr. Wo müssen wir denn lang? Ist da der Ausgang? Seiner ID-Karte. Oh, hallo Cole, Jody. Bisschen spät für einen Ausflug, hä? Ja, ich fühle mich nicht. Mir ist schlecht. Ja, mir ist schlecht, also wollten wir nur an die frische Luft. Alles klar? Sollen wir lieber die Krankenstation anrufen? Nein. Ist nicht nötig. Cole ist ja da für mich, also. Stimmt, Cole? Ja, also... Was ist Cole? Hast du die Zunge verschluckt? Er ist wohl heiser. Ich glaube, es ist ein Virus oder sowas. Das ist mehr als...
Das ist mehr, als er zu mir gesagt hat, den ganzen Tag lang. Ist hoffentlich nicht ansteckend, Kumpel. Du gehörst nach Hause ins Bett, wenn du mich fragst. Wäre besser für uns alle. Tja, gut. Ciao. Jetzt geht's schon. Das erspart uns wohl die Suche nach Coles Auto. Kameras überall. Besser, ich verschwinde schnellstens von hier. Wo sind wir fahren? Jetzt ins Auto und lass den Motor an. Ah, wir können hinten einsteigen. Okay. Machen wir das. Verdammt. Man kann mich von draußen noch sehen. Müssen wir woanders rein? Gerade eine glamouröse Flucht, aber besser geht's nicht. Los geht's, Aiden. Sei so unauffällig, wie es geht, okay? Müssen wir uns wieder rauslassen. Du verzeihst mir das doch, oder? Ich bin bald zurück. Keine Sorge, ich komme schon klar. Okay, Aiden. Bring ihn in den Wald und sieh zu, dass ihm nichts passiert, ja? Dort? Links konnte ich gerade nicht. Okay, dort. Tja, hier ist die Bar. Die anderen müssen schon reingegangen sein. Damit beende ich dann noch die Folge für heute. Ich sage danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei. In diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal.